So, und da sind wir wieder bei Borderlands 2. Jo. Wieder in den Ghost Caverns. Wir haben hier noch was zu tun. Ja. Das hier müssen wir uns abholen. Was soll das heißen, Sie wehren sich? Booth hat gesagt, Sie seien sanft wie verdammte Kätzchen. Gib mir die Knarre, du Reifling. Zieht auf den Blauen! Zieht ja. auf den Blauen! Das war ziemlich düster. Bitte komm baldmöglichst zu mir zurück. Okay. Lust auf ein Tänzchen? Nö. Hatte ich nicht vor. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Die Tür ist noch zu, ne? Ja, die ist wieder zu. Echt? Ja. Das speichert er aus irgendeinem Grund. Bleiben offen. Ja, das ist leider kein Dark Souls. Endlich gibst du es auch mal zu. Nö, ich mag nur die Mechanik. Ja, die Mechanik. Die Mechanik des... Okay. Mit den Abkürzungen. Dass man sowas halt hat. Nee, will ich nicht. Willst du den? Tatsächlich ja. Der ist schwächer als meiner. Raketenwerfer sind alle recht schlecht. Also, ich will dich an meinen mal erinnern, der 1449 mal 3 und dann noch Giftschaden macht. Ich gehe hier gerade mal durch und markiere alles, was ich nicht mehr brauche. Okay, der macht keinen Giftschaden, das sind nur Tattoos. Dingsbums. Aber er sieht cool aus. Ich kann nicht loswerden. Dich auch. Ich behalte ich mal noch. Ich kann nicht loswerden. Warum leckt der? Dich kann ich loswerden. Du läufst da unten rum. Ja. Einfach durchlaufen. Muss uns nicht stören. Mach ich. Wenn diese Warkids hier gegen die Kristallisten kämpfen, dann können die sich relativ gut hochleveln. Ich meine, da könnte man so einen richtig starken Gegner hinkriegen. So, soll ich Reise machen? Mach Reise. Hätten wir echt vorher noch machen sollen, diese Mission. Vor allem sind wir da ja sogar dran vorbeigelaufen an dem Teil. Vor allem haben wir die Mission fast versehentlich mitgemacht. Ja, irgendwie. Boah, 4 Iridium. Meine Predigt, Alarm. Das wahre Monster ist der Mensch gehalten. Fällt einem hier so ein? Okay. So, jetzt hätten wir Wildlife Exploitation Preserve, was unsere Story-Mission wieder wäre, oder wir gehen zu The Dust. Ich würde jetzt sagen, wir machen halt die ganzen Zusatzmissionen erstmal noch. Ja. Wir könnten auch noch das Banditenmetzeln beenden. Warum nicht beides? Ja, das ist halt eine Level 18 Mission. Wir sind Level 22. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das. Boah, dann metzeln wir auch mal bei mir, oder war das nicht... War das bei dir, das Metzeln? Das war bei mir. Das war bei mir, das Metzeln. Okay. Dann trinke ich was. Tu das.
Kaufst du bei dem? Ich warte gerne auf mein Essen. Ich habe Eingeweide zu klopfen. Das Fleisch wartet. Ich habe Eingeweide zu klopfen. Einmal Munition aufgebessert. Hast du gehört, wie der die ganze Zeit gelabert hat? Ich will killen, ich will killen, hat er mir gesagt. Das Fleisch wartet. Ich habe Eingeweide zu klopfen. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite. Das hat er gesagt. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Keine Gewährleistung. Tod? Ah, das kriege ich wieder hin. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Nicht sterbe, ich brauche dein Geld. Der hat jetzt aber nichts Sonderbares. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Gib auf die Arme. Okay. Können wir, glaube ich, später öffnen alles. Wird, glaube ich, auch mehr bringen. Haben wir dann im späteren Verlauf mehr Munition. 5, 4, 3, 2, 1. Das Gemetzel beginnt! Oh, der hat mich bestohlen, der Drecksack. Ich kann ihn nicht mehr zurückhalten. Hat er ihr gerade gesagt. So. Ich aktiviere bei mir direkt mal als Zwiespalt, dass ich besser die Köpfe treffen kann. Ich habe mich gerade selbst durch die Granate gekillt. So, ich kann jetzt ja nicht mehr rumlaufen. Ja, ich komm schon. Liebe! Liebe! Das war doch so schön! So, 6 mit Kritz getötet. Hab ich doch schon entdeckt. Laborratten. Du machst die Kritz, ich mach die Auers. Tu das. Wo macht man bei Laborratten Kritz? Ich glaub in den Augen, oder? Ach, keine Ahnung. Ach, das war jetzt unfair. Ich bin bei mir auch. Voll. So, ich hab dir den mal bereit gemacht, auch wenn dein Death Trap gerade gegen einen kämpft. Willkommen im Ring des Skemets. Das wird hässlich. Cool. Da hinten kommen die nächsten. So. Ich komm. Das schaff ich doch gut. Dahin zielen. Bleib mal genau da stehen. Das ist ein Treffer oder hast du einfach gleichzeitig wen getötet? Du hast einfach gleichzeitig der hat mich angeschossen und ist mein Schild explodiert. Okay. Und dann ist er gestorben. Crit. 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 Und Crit. Oh. Ja, aber leider nicht damit getötet. Schade. Ich muss nachladen. Ich schneide dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen kannst. Ich treffe dich nicht. Ich komm sofort zu dir. Wo bist du? Oh, du lebst schon wieder. Ja, klar. Kann ich ja jetzt wieder. Also jetzt geht das wieder halbwegs alleine. Der ist jetzt gerade gestorben, weil er mich angegriffen hat. Diese scheiß Tunnelratten springen einfach so extrem hin und her. Ich kann den nicht vernünftig in den Kopf schießen. Ich krieg die eigentlich gerade alle ganz gut. Ach, geht doch. Ach komm, das sah aus, als hätte er noch gelebt. So, einer fehlt noch. Da stehen. Ja. Hat er sich gerade verbessert? Keine Ahnung. Hab alle Kritz erledigt. Köpfe abschießen. Ja. Gut. Renn ich weg.
Der hat sogar eine Kiste hinten drauf. Ja, sollen wir den mal ein bisschen aufbessern? Bringt das bei ihm was? Keine Ahnung. Ja, lass ihn mal seine Kumpels da töten. Dann regeneriere ich meiner Zeit ein bisschen Leben. Der hat sogar ein Schild. Kann er aufhören, mir zu folgen? Tötet der jetzt mal seine Leute? Bitte? Also, sein Kumpel ist fast tot. Der muss nur noch einmal den anschlagen. Und sie stehen voreinander. Ohne so, super Badass Schurken Goliath. Ja, sollen wir uns drum kümmern? Ja, würde ich sagen. Na, mein Freund. So. Ich wechsle mal zu meiner Midrange Sniper. Ich habe jetzt auch keine Munition mehr. Oh. Wo ist... Okay. Ich treffe nicht mal. Und wegspringen. Lass knacken mit den Packen. Zeit für die Super-Roboter-Randale. Ich kann ihn nicht mehr zurückhalten. Problem ist, ich muss von vorne angreifen bei ihm irgendwie. Der hat ja... Ja, ich glaube, seine Kiste funktioniert als Schild. Kannst du mir helfen? Ja, mach ich. Schnell, schnell, schnell. Sonst haben wir das hier verloren. Schneller. Sei unbesorgt, Bürger. Hast du ihn gleich? Komm, schau ihn. Ja, perfekt. Boah, so gerade noch im letzten Moment habe ich dem nochmal einen draufgegeben. Hätte ich mir aber merken sollen, dass wenn ich keine Dingens habe, dass ich dann schlagen soll. Weil ich habe dann mehr Schaden. Boah, da konnte ich jetzt nicht laufen. Wo bist du? Ja, lass mich den doch killen. Jetzt solltest du Angst kriegen. Ich habe mich hier irgendwie gerade festgeglitscht. Ja, ich bin hier auch gerade gegen die Wand geknallt. Ich habe ein Plätzchen für dich in meiner Leber. Ich habe ein Plätzchen für dich in meiner Leber. Okay, den habe ich auch noch nicht gehört. Komm nicht verfickt nochmal im Nahkampf zu mir. Wer will das erste Stück? Ach, warum treffe ich den denn nicht? Was soll das denn? Lass mich deine Schreie hören. Wie ich mich immer automatisch mit diesen Granaten kill und wiederbelebe. Mir einer eine Handtasche übergezogen. Hättest weglaufen sollen. Ich hab Warum dich hat er gerade nicht mit Laserblicken angegriffen? Angegriffen? Ich hab dich in einem Duell bezwungen. Echt? Ach, ja. Du warst das? Das wär... Ich hab mich schon gewundert, warum ich so schnell wieder aufgestanden bin. Ja, so wie bei mir, wenn ich eine Granate werfe, ne? Keine Granaten. Ich schneide dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen kannst. Niemals aufhören zu killen. Niemals! Soll ich? Ich weiß nicht, ob ich den Psycho da oben treffe, also am besten ja.
Es gibt kein Barbecue, bis ich sage, es gibt okay. Barbecue. Danke. Es gibt kein Barbecue, bis ich sage, es gibt Barbecue. Oh, keine Munition mehr. Da hinten kommt ein neuer Block. Ich hab hier. Oh fuck, hier kommt auch ein Block. Baller weiter! Muss töten! Muss töten! Ah. Wütend! Ich bin wütend! Bin komplett blank! Fick dich, Badass-Nomade. Warum nicht? Jo. Hier ist ein recht gutes Artefakt, aber gut, du bist jetzt nicht so der Typ für Artefakte. Boah, das so, das verbessert neue Stärkefähigkeit, deswegen habe ich überlegt, ob das was für dich ist. Habe ich gerade $12,000 aufgehoben? Ich öffne erstmal hier. Hier ist nämlich eine Sniper. Ach, ist das der Goliath gewesen? Eine bessere Sniper. Ich hätte gerne eine bessere Sniper. Dort ist eine mit 500. Du kannst eine bessere Sniper haben. Ich hätte gerne eine Feuersniper. Ja, die Sniper, die da oben liegt, ist schlechter als meine jetzige. Ich muss kurz schauen, ob sie vielleicht vom Crit-Schaden besser ist. Wie sieht es mit der Genauigkeit aus? Feuerrate ist besser als meine jetzige. Kann ich die untere? Die untere kannst du auf jeden Fall haben. Und wenn du möchtest, kannst du meinetwegen sogar die obere haben. Nö. Schauen wir mal. Auch meine, wenn die besser ist, will ich die nicht haben, weil die kein Feuer macht. Die ist halt nur in Ladegeschwindigkeit und Feuerrate besser als meine. Hier ist eine mit 600. Hier. Das sieht schon anders aus. Was liegt denn hier noch alles rum? Da sage ich nicht nein. Sagst du denn vielleicht nicht? Hm? Ja, vielleicht nicht. Ich sage nicht, wenn du sie haben möchtest. Was will ich damit? Gut, also nehme ich sie dann. Und das meinst du Zähigkeitsartefakt, was ich nicht mal benutzen kann, weil ich nicht 23 bin? Ja. Oh, nichts dafür, dass ich mich damals nicht Megateros 23 genannt habe. Warum hättest du dich Megateros 23 nennen sollen? Warum sollte man sich InScope 21 nennen? Wer ist das? Natürlich kenne ich den. Wenn du leben willst, Affen. Kauf bei mir. So, dann tun wir die Night Sniper mal weg, ne? Komm jederzeit wieder vorbei. Komm jederzeit wieder. So, ich verkaufe auch mal meinen ganzen Schrott. Hier ist eine Dahl SMG, die Slag macht. Die heißt M-Fox. Pass auf dich auf! Vielleicht ist das was. Die sieht scheiße aus, finde ich. Habe ich schon eine bessere. So, das hier ist jetzt auf Level 22. Du entscheidest, ob wir das wagen wollen oder nicht. Na, lass erstmal noch ein bisschen leveln. Wir können ja noch zwei glorreiche Halunken machen. Oder? Ja. Ich habe hier gerade eine sehr interessante. Der verkauft hier gerade eine sehr interessante Granate. Irgendwie die erste Implosion macht und dann Säureschaden. Ja, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ich hab lieber die mich die ganze Zeit tötet. Na gut. Weil ich mein, das macht doch schon relativ viel Schaden. Wenn man bedenkt, dass jedes Mal, wenn ich die werfe, dass ich gleichzeitig sterbe und wiederbelebt werde. Der Dust.
der Dust. Genauso wird's ausgesprochen. Danke, dass du mich besuchst. Ich habe ein nettes kleines Projekt für dich. Das können wir natürlich auch. Was hältst du von Bandenkriegen? Zwischen den Hodanks und den Sephords tobt seit Jahren eine idiotische Fehde. Und ich glaube, die Welt wäre ein klein wenig besser, wenn sie alle tot wären. Oder zumindest eine der Familien. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familienwappen. Die Wappen findest du auf dem Schrottplatz. Das ist mein Plan. Du begibst dich auf Hodank-Gebiet, machst dein Ding. Damit meine ich eine Menge Leute abknallen und dabei verdammt gut aussehen. Und hinterlässt das Sephord-Wappen als Visitenkarte. Dann düst du zum Sephord-Gebiet in den Highlands und machst das gleiche mit dem Hodank-Wappen. Wie klingt das? Das klingt ganz schön scheiße. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, dabei gut auszusehen. Ja, du nicht, ich schon. Oh. Mir wurde das in die Wiege gelegt. Genauso wie meine Sprachkünste. Und meine Fahrskills. Warum bist du jetzt hier hochgefahren? Weil dort oben doch auch dieses Zeichen ist. Oder siehst du das nicht? Mit dem Psycho-Express fahren. Echt? Tut! Bitte einsteigen! Ich nehme Ihre Tickets entgegen! Sie finden Getränke. Ich bin sehr erstaunt, dass du es schaffst, mit dem großen Auto hier durchzufahren. Wieso? Scheiß auf alles! Oh Auto, ich liebe dich! Hast du das bei dir auch gerade gesagt? Bei mir habe ich geschrien, Vorfahrt achten. Du hast bei mir gesagt, oh Auto, ich liebe dich. Bei mir hast du geschrien, deine Muckis hätten Muckis. Vielleicht sind wir unser Auto leer los, wenn die hier die ganze Zeit weiter draufballern. Lass die mal rausgehen. Na gut. Bevor es zerstört wird. Ach scheiße. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben für den einen. Perfekt. Wir haben jetzt leider hier keine Sirene mehr. Was? Hast du vielleicht einen Granatwerfer ausgerüstet gegen die Kopter, oder? Du meinst einen Raketenwerfer? Den meinetwegen auch. Das dürfte ich haben. Aber ich treffe nicht. Naja. Einen Gegner töten können, indem ich ihm in den Fuß schieße. Sollte ich eigentlich nicht. Und Goliath. Vielleicht kümmert der sich mal hier um die Leute. Vielleicht kümmert sich der Goliath jetzt für uns um die Kopter. Ja, der kommt da bestimmt hoch. Hier ist was für Macromancer. Zwei die beste Hälfte Skill plus Waffengenauigkeit und Ladegeschwindigkeit. Ah, klingt sehr gut. Warte, ich schau mal sofort. Alter, wie viel sind denn da jetzt? Gegner. Habe ich dem gerade eine Rakete aus der Luft weggeschossen? Ich weiß es nicht. Habe ich den Kopter gerade mit meinem Sniper angeballert und getroffen und abgeschossen komplett? Oder warst du das? Ich weiß es nicht. Der Goliath kämpft halt wirklich gegen den Kopter. Ich nehme erstmal mit, auch wenn ich gerade nicht weiß, was die bessere Hälfte war. Schauen ja, das kurz. War ich. Aua. Der ist genau in mich reingeflogen. Ah, da. Okay. Nimm mir halt alles weg. Rasender Goliath, geh aus meiner Sicht weiter raus. Das ist ein Badass Goliath. Ich möchte auf den Typen da unten schießen. Ich kann's nicht lesen, ey. Ja. Jetzt ist es raus, ich kann nicht lesen.
5 Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Und einer von ihnen hat nicht richtig zugehört. Hast du gehört? Nö. Aber ich weiß, was du gesagt hast. Ich meinte jetzt den Typen. Naja. Das kann man hier irgendwie zu allen Gegnern sagen, ne? Oh, guck mal, der ist tot. Wo ist die Kiste? Moment. Was war das? Hörte sich an, als würde so ein Hakimian-Penner versuchen, mich auszuquetschen. Ich bin gerade abgeschossen. Du solltest... Er ist auch hinter dem Schatz her. Mist. Er ist ein Hyperion-Dienster, glaubt es, wenn man schlägt. Wahrscheinlich hat der Castle in den Hyperion-Friendship-Gulag gebracht. Habe ich echt keine bessere... Elektro-Sniper mehr? Ich hatte einen. Dann rüste ich mal eine Shotgun wieder aus. So, sollen wir den dann aus dem Gefängnis befreien? Okay. Obwohl ich ja jetzt schon... Das ist deine Folge. Obwohl ich jetzt schon 26 Minuten habe. Meine letzte hat auch irgendwie 40 Minuten gedauert. Deine letzte. Meine letzte. Was hat mich denn gesagt? Keine Ahnung. Da fährt übrigens der Konvoi, ne? Ja. Wollen wir den irgendwie überfallen? Wenn du den noch einholen kannst. Nicht zu Fuß. Ich kann den vielleicht mit meiner Fähigkeit einholen. Wo bist du jetzt eigentlich hingerannt? Ich hab den verfolgt. Und, hast du es geschafft? Nö, den krieg ich nie und nimmer ein. Ich kann aber drauf schießen. Auf die Eskorte. Kannst du auch nochmal mit der Sniper probieren. Der rechte wäre ganz gut, wenn wir den wegkriegen. Ich glaube nicht, dass wir das von hier aus schaffen. Ich habe den linken fast fertig gekriegt. Okay, dann laufen wir halt weiter. So. Sollen wir, wenn wir da sind, die Folge wechseln? Alles klar. Ich nutze jetzt meine Fähigkeit. Ja, genau. Ich bin jetzt gestorben, weil ich da draufgeschlagen habe, oder was? Scheinbar. Unlogisch war das denn? Scheiß auf alles. Du stirbst nicht heute. Du stirbst jeden Tag. Ja. Was habe ich denn bei dir gesagt? Du stirbst nicht heute. Ja, du stirbst jeden Tag. Das habe ich auch gesagt. Manchmal ist deiner schon ein kleiner Philosoph. Hä, der ist immer ein Philosoph. Wenn du mal hören würdest, was meine innere Stimme zu sagen hätte, also dann würdest du dir so denken, ja, warum schreibt der eigentlich kein Buch? Und die Antwort wird dich vielleicht überraschen, aber er hat einfach keine Zeit auf einem Planeten, wo er durchgehend angeschossen wird. Okay, ich kann es irgendwie schon verstehen. Ich bin gerade dadurch gestorben, dass ich da drauf geschlagen habe. Glückwunsch. Warum stirbst du immer, wenn du da drauf stehst? Ich habe keine Ahnung.
Raketenwerfer ausrüsten. Ach, du kannst auch einfach mit der Sniper den Schützen da, den ganz vorne da abschießen. Ich meine, das könnte ich. Ja, aber bei mir klappt's. So, weg. Fahrzeug spawnen. Wieso? Wir sind doch jetzt da. Na gut. Hier ist nämlich die Mission dann direkt. Und da können wir dann die Folge wechseln. Da drin. Alles klar. Wir können es natürlich auch hier vortun, falls dir das lieber ist. Mir ist das vollkommen egal. Ich richte mich da ganz nach dir. Das sah gerade aus, als wenn du vollkommen in mich reinspringst, ey. Was du auch getan hast. Habe ich auch, wollte gerade sagen. Aber das sah halt aus, als würdest du mich jetzt aufspießen. Was hast du? Das war nicht mein Badass Token, löse ich gerade mal ein. Wie viel hast du denn als Rang? Moment. Wo kommt man das nachlesen? Das steht dort links oben. Ah, aktuell bin ich Rang 1351. Ich bin Rang 12.072. Halb tot? Ja. Ah, das kriege ich wieder hin. Mehr Explosivschaden und hier ist was für Macromancer. Mehr Pep-Skill. Du bist doch Organspender, oder? Pepsi. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Ja, soll ich dann beenden? Ja, beende. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei ihm wieder. Ciao. Ciao.